Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zockandi. Wir spielen heute wieder eine Runde Blues Tower Defense 5 und wir sind live dabei bei Ziegelmauer, glaube ich, heißt diese Map. Auf schwer, Männerversion, keine Pussys oder sonst was. Heute wird schwer gespielt. So, 85 Runden vor uns. Das wird Hardcore werden, aber wir werden es schon hinkriegen, da bin ich davon überzeugt. So, der hier wird positioniert und los geht die Party mit Wave 1, schön zivilisiert, langsam und chillig. Die Bloons haben sie nicht eilig, wie man sieht. So, hopp hopp. Bloonst euch durch. Bloonst schneller, ich hab's eilig, Wave 2 kommt nämlich schon. Es wird geblumenpoppt, hört sich geil an. Wobei Poppen etwas faden Beigeschmack hat, aber Poppen ist ja nichts Schlechtes, wer poppt denn nicht gerne? Wir schweifen ein bisschen vom Thema ab, glaube ich. Aber Poppen ist ja wichtig, ich muss wieder drauf zurückkommen. Also, Wave 4 war das. Und Wave 5, Leute. Schauen wir nach den Preisen. 17,30, 1080. Boah, so Schweinepreise, ey. Wave 6. Das haben wir Ende dieser Runde nicht mal. Ende nächster müssten wir es aber zusammen haben. Das müsste sie ausgehen. Ja, Ende dieser müsste es sich ausgehen. Dass wir 1080 zusammenkriegen für diesen Palmwedel hier, diesen Wischmob. Dann können wir Bananen farmen. Ah, das wird knapp. Ah, geht's wieder nicht aus. Ja, es ist halt auf schwer. Je später wir das kriegen, desto später können wir auch die Tower upgraden. Also das hat alles so einen faden Beigeschmack, sag ich mal. Wave 9, Leute. So, Wave 10. Wir brauchen jetzt 17,30, das wird ein bisschen dauern. Locker nur 5 Runden. Ich hoffe, das halten wir durch. Es kommt nämlich da doch einiges. So, Wave 11. Das geht noch. Und dann haben wir nur das Affendorf und keine Tower-Upgrades noch. Also das ist ein bisschen eine knappe Sache. Aber zur Not können wir ein bisschen nachlegen mit den Nägeln. Wir haben ja die gratis da unten. Zumindest 12 Stück. Dank unseres hervorragenden Upgrades, das ich übrigens super finde. Das haben sie nett eingebaut. Das ist eine gute Idee. Pro Runde einmal Gratis-Nägel. Das rentiert sich schon, das zu kaufen, das Upgrade. Kann ich nur empfehlen. Das hat schon Sinn. So, und hier müssen wir jetzt nachlegen. Das geht sich nie im Leben aus hier. Der eine Scheiße will nur durch. So, Affendorf ist hier. Zack. Wave 14 haben wir da. Jetzt heißt es upgraden langsam, dass wir da keinen Stress kriegen. So, wunderbar. Das Upgrade ist drin, das ist ein günstiges und danach Tower. Tower upgraden ist jetzt angesagt. Ansonsten wird es hier ein bisschen schwierig. So, was haben wir da? Wave 16, Leute, ich gehe schon mal runter hier. Brauchen dickere Be- Oh! Gar nicht gut. Bitte aufhalten, sonst ja. Gar nicht gut, Leute. So, dickere Nägel haben wir. Weiter geht's mit Wave 17. Das ist jetzt nicht so das Problem. Die paar Herzchen da, die schnappen wir uns schon. Wave 18. Wave 19. Wir können jetzt mehr Nägel machen. Das geht sich aus. Wir müssen ein bisschen mehr auf Sicherheit machen. Das haben wir ja vorher hervorragend gemacht und das werden wir auch wieder so machen. Die Taktik hat Erfolg gehabt. So, ein bisschen mehr auf Sicherheit und sich nicht kaputt sparen.
Aber es geht auch ums Geld, also gar keine Bananenplantage oder irgendwann in Runde 50 brauche ich sie nicht mehr kaufen, weil sonst jetzt dann nee. Ne? So, jetzt nehmen wir das mal. Ein bisschen mehr Moos kriegen. So, Wave 24 kein Problem. Wave 25 auch kein Problem. So, jetzt machen wir was gegen Stahlblooms. Haben wir Wave 26. Sollte jetzt auch nicht der große Stress werden. Müsste ich ausgehen. Diese vier Zebras da, die vernichten wir auch schön. Dann haben wir hier hoffentlich genug Kohle. Haben wir nicht. Es dauert ein bisschen. So, jetzt aber mehr Spikes. Jawohl. Geht sich schön aus. Die Grünen werden auch aufgehalten. Das sehe ich kein Problem. Das ist kein Ding. So, gib Gas, Rote. Ihr wollt platzen. Das sehe ich. Wave 28. Ein paar Stahlblooms, glauben sie sind witzig. Sind sie aber nicht. So, Wave 29 schon. Und Wave 30. Wieder Stahlblooms. Dauertechnisch müssen wir jetzt auch was machen, sonst wird es ein bisschen schwierig langsam. So, Wave 31, Leute. Zebraherzen, normale Zebras, aber das geht noch. Wave 32. So, jetzt nehmen wir das da und als nächstes wieder Tower. Nehmen wir mal den da oben. Ziemlich schön günstig hier. Hier in der Ecke macht sich der sicher gut. Nochmal mal schauen. Ja, ist innerhalb der Range. Den natürlich vernünftig ausbauen hier. So. Die Stahlblooms gehen da unten drauf. Die sind jetzt nicht das Riesenproblem hier. Hammer. Weiter geht's mit Runde 33. Ein paar Camouflags, aber die tun jetzt nicht weh. Nachher haben wir dann schon die Upgrades, dass das richtig gut reinhaut. Wave 34. 35 können wir auch gleich durchlassen. Das wird jetzt nicht so das Riesenproblem werden. Die Herzen sind vielleicht ein bisschen ein Problem, aber es sollte auch. So, Wave 35. Ja, diese Regenbogen-Dinger, die sind schon hardcore. Da brauchen wir den Glue Monkey. Den werden wir hier hin. Der soll immer auf dem stärksten gehen. Und kriegt auch schöne Upgrades gleich. Wave 36. So, ready für Upgrade. Ersten Damage. Wave 37. Da kommt schon nichts mehr durch. So haut es hin. Jetzt müssen wir nur mal das Upgrade machen, dass die Camouflags auch angreifen, da oben alle. Wave 38. Wave 39. Zack, gibt Gas jetzt. So, dann werden wir den da wie gesagt machen. So, Camouflags gelöst. Wave 40. Jawohl, die Keramikdinger gehen auch schön drauf. So lobe ich mir das. Das kann man auch mal kaufen hier. Dann das, haben wir noch mehr Kohle. So, Wave 42. Die Herzen, zack und bang, sind sie gleich weg. Wave 43. Kein Problem. Wave 44. So, jetzt hauen die noch schneller drauf. Das ist ein super Upgrade. Wave 45. So, dann machen wir den Bloom Chipper für den Poster. Das brauchen wir mit Sicherheit noch. Den hauen wir hier hin. Immer den stärksten einsaugen. Zack, 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 zack. Für einen Boss vorbereiten. Das wird sie nicht ganz ausgehen. Scheiße, ich glaube, das wird sie nicht ausgehen. Oder? Doch, jawohl. So, für einen Boss haben wir auch was. Perfekt. Weg ist er. So geht es, Leute. Wave 47. So, jetzt können wir den upgraden. Wir nehmen da gleich die linke Seite.
Wave 48. Und 49 wird wieder giftig, da müssen wir noch was nachlegen, ansonsten gibt es sie aufs Auge. Beziehungsweise hier sollten wir auch langsam mal was machen, sonst wird es hier bei uns ungefährlich da unten. So, haben wir. Problem gelöst. Als nächstes werden wir noch so einen dahin, dass die da oben auch noch auf den Latz kriegen. Wave 49, da ist sie. Oh, ihr seht, selbst die Keramikdinger kriegen ordentlich auf den Latz hier, da geht nichts wirklich durch. So, das nächste Upgrade. Und Wave 50. Haben wir ein undurchdringliches Feuerkonzert da oben, das läuft richtig gut. Wave 51. Wave 52. So, jetzt können wir das dann upgraden hier. Jetzt kriegen wir auch mehr Moos. Wave 53. Wave 54. Das läuft richtig sauber da. Wave 55. Kommen schon wieder so stoßweise, aber wir kommen damit klar, ist kein Problem. So, nächstes möchte ich den da. Beziehungsweise zu viele Herzen, wir werden den da nehmen. Das Auge, das soll immer auf dem stärksten auch. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Luft. Wave 57, Leute. Hat jetzt eine riesen Range, das Auge. Das haut wunderbar hin. Wave 58. Einige Bosse jetzt. Jetzt werden gleich die Roten kommen. Wave 59. Ja, bis jetzt läuft es eigentlich ganz passabel. Ne? Kann man sich nicht beschweren. Jetzt werden wir den hier upgraden. Wave 60. Da war der rote. Wave 61. Wave 62. So, die nächste Stufe wird wirklich schwer. Wenn sie es schon hinschreiben, dann nehme ich das jetzt mal ernst. Was machen wir da? Ein Super Monkey vielleicht wäre auch nicht so schlecht. Nehmen wir einen Super Monkey, wir können es uns leisten. Der kriegt mal Power und Range. So, der soll immer auf den ersten gehen. Und los geht's. Oh, ihr seht, was da kommt. Also, die meinen es ernst hier, die Bloons. Die wollen uns am Piss gehen. Aber das haben wir unter Kontrolle. Der hat gleich sein Upgrade. Zack. Jetzt haut er noch mehr rein. Jawohl. So stoßweise, aber durchkommen tun sie auch nicht. Das haut ganz gut hin. Wave 64. Wave 65. So, Wave 66. Den Ding bald upgraden hier. Den könnten wir auch upgraden. Das machen wir mal. Wave 66. Und Wave 67. Wave 68. Wave 69. Keramikherzen, ganz schlimm hier, aber wir haben es gut unter Kontrolle, das läuft. Wave 70.
So. Wir können den jetzt upgraden. Das werden wir auch tun. Als nächstes ist der dann dran. Wolf 71. Da kommt jetzt schon wieder einiges. Und er kriegt sein Upgrade. Jawohl, so haut es hin. Wave 72. Da dürfte jetzt nichts mehr durchkommen. Das haut ganz gut hin, glaube ich. Wave 73. Ja, so ein Super Monkey, wenn er gut ausgebaut ist, der haut schon schön rein. Wave 75, 10 Runden, oder? Es kommen schon ordentlich Bosse hier, aber das macht uns nichts aus. Das ist ein Snack für einen Super Monkey. Wave 76. Wave 77. Wir können sogar, wenn wir Kohle über haben, noch so eine zweite Farm hier bauen. Kein Problem soweit. Da kommt jetzt einiges. Da hat sogar der Supermanke zu kämpfen. Aber es läuft, es läuft, es läuft. So. Und zwecks Leveln, ja, bauen wir jetzt noch das Schiff einfach hier hin. Ja, dann kann der leveln. Und zwar ordentlich. Der muss sich eh nur ein bisschen hier verdienen sozusagen. Und hier machen wir nur das U-Boot. Der kann ja auch ein bisschen leveln. Ja. Machen wir auch die linke Seite noch eher. Vielleicht geht sich sogar noch ein zweites. Geht sich auch noch aus. Jawohl. So. Dass die schön leveln können hier. Oh, da kommt ein Haufen erst. Aber es geht, es geht. Diese Stoßweise ist zwar giftig, aber es geht. Da kommt nichts mehr rein, das läuft. Die U-Boote hauen hier auch kräftig rum. Wave 78 ist es. Wave 79. Eine sehr giftige Wave auch. Zwecks Sicherheit werde ich noch so eine Spike Factory hier hin. Auf mit der linken Seite. Damit hier wirklich nichts passiert. Einfach nur zwecks Sicherheit. Das ist ja kein Problem, wir haben ja die Kohle. So, zack, Maß und weiter geht's. Seht, was da kommt, fast unendlich, aber wir zerstören die auch alle. Es gibt ordentlich Moos. Asche ohne Ende. So, Wave 80 haben wir. Wave 81. Was läuft? Jetzt kommen gerade nicht wenig Bosse, würde ich mal sagen. Ein Haufen hier. Aber sie haben keine Chance gegen uns. Wave 82. Oh, es geht schon sauber ab hier. Oh, es geht noch, es geht noch. Man sieht schon fast nichts mehr. Ich lasse das mal so durch, damit man auch was sieht, Leute. Dass ihr seht, was hier für eine Show abgeht. Die wollen uns an den Arsch, die Bloons. Aber wir haben gewonnen. Wave 83. So, ich werde aber aus Sicherheitsgründen das dann noch hinbauen. Gehen wir das hin. Ich setze mal hier hin, und zwar die rechte Seite diesmal. Dann können wir das aktivieren, falls es ist. Da kommt Kohle rein ohne Ende. Wave 84. Bosse gehen schön in die Spikes rein. So, jetzt aktivieren wir mal das. Oh, oh, oh. Da brauchen wir sogar noch was. Ich sehe gar nicht, wo ich das hinsetzen kann. So, das nehmen wir mal jetzt nochmal das. Und dann aktiviere ich es gleich wieder.
Weil, ihr seht ja, man braucht es. So, haut hin. Hat hingehaut. Der Flugzeugträger ist da. Jawohl, Leute. Wir haben einen Flugzeugträger. Der soll auf den letzten gehen oder auf dem ersten. Auf dem ersten. So, los geht's. Wave 85, die letzte. Der Wind steht bevor. Die Flugzeuge hauen hier rum mit ihren MGs. Na, die haben ordentlich Power drauf. Boah, wenn da drei Flugzeuge so starten, dann geht's ja richtig ab. Der Ärger wird ein Supermonkey. Und wir haben es geschafft. Nice one. Gold. 400 Eier. 3 Münzen. Reicht es? Reicht es? Reicht es? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Müssen wir schauen. Oh, es reicht. Es reicht. Es reicht. Jawohl. So, jetzt gehen wir da hin. Und wir kriegen... Es ist schon viel, 20 Münzen, ne? Und wir kriegen jetzt 160 Startkapital. Jetzt brauchen wir 25 Münzen. Und dann kriegen wir sogar 200 mehr. Also... Damit kann man was anfangen, würde ich mal behaupten. Wir haben 4-2. Jetzt bin ich schon wieder falsch hier. Da müssen wir hin. Und wir brauchen 7-5 und dann können wir das da kaufen. Die Münzen sind jetzt nicht so wichtig. Gut, die könnt ihr auch kaufen, ja, aber... Können wir nachher machen. Zuerst das hier und dann Münzen, weil danach kann ich ja mit dem Geld nichts mehr anfangen. Außer das hier. Wir können die Dings da kaufen, die... Oh, wie heißen sie? Die Spezialisten da. Kostet auch ein bisschen Geld, also da werden wir noch auch schön investieren. Sind ganz lustig teilweise. So Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Wenn ihr noch keinen Abonnent seid, dann abonnieren. Und ihr verpasst keine Folge von Bloons Tower Defense 5. Und noch eine Ankündigung, die ich eh schon ein paar Mal gemacht habe. Ich werde Monkey Town, also Bloons Monkey Town, ein Mobile Game, ebenfalls Let's Playen. Da müssen wir dann die Werbung ein bisschen rausschneiden, weil die sind ein bisschen derbe mit der Werbung. Aber das ist ja kein Problem. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy von Gameplay Deluxe. Tschüss.